Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserem digitalen Salon mit dem Namen Feierabend 4.0, eine Kooperationsveranstaltung des Alexander von Humboldt Instituts für Internet und Gesellschaft und dem D-Radio Wissen. Ich heiße Stefan Stump, ich bin assoziierter Doktorand am Humboldt-Institut und wurde heute augenscheinlich als Experte für den Feierabend ausgewiesen. Ich weiß nicht so ganz warum, aber das kläre ich nochmal intern ab. Ich möchte heute mit einer ganz kurzen Einleitung zu Clay Shirky und seiner Idee des kognitiven Surplus beginnen und dafür machen wir eine Zeitreise zurück in das London des 18. Jahrhunderts. Eigentlich ein Ort, an dem man nicht sein möchte, weil zu dieser damaligen Zeit rigorose gesellschaftliche Probleme herrschten. Es existierte viel Armut und gab wenig Arbeit. Im Ergebnis haben sich die Menschen in erster Linie mit Gin abgelenkt. Ja, Gin war zu damaliger Zeit günstig zu haben. Und man konnte sich damit wirklich gut von den gesellschaftlichen Missständen ablenken. Wir reisen jetzt ein bisschen weiter in das London zur Zeit der Industrialisierung. Man kann die Zeit der Industrialisierung auch so ein bisschen als Geburtsstunde des klassischen 9-to-5-Jobs bezeichnen. Und dementsprechend verbesserten sich natürlich auch die Lebensumstände in London und für die Londoner. Der Gin wurde nach und nach abgelöst von einer neuen Freizeitaktivität, nämlich das Fernsehen, so die amerikanische Sitcom beispielsweise. Und mit der Entwicklung der klassischen Kommunikations- und Internettechnologien hat sich dieser eher passive Konsum des Fernsehens nach und nach gewandelt zu einem aktiven Konsum, zu einer aktiven Produktion im Internet. Die Menschen haben ihre Leidenschaften, ihre Motivationen ausgelebt und es entstanden Projekte und Plattformen wie beispielsweise Linux oder Wikipedia. Und diese Arbeitskraft erweckte natürlich sehr viel Interesse, insbesondere auch bei Unternehmen. Und deshalb ist es nicht verwunderlich, dass nach und nach viele kommerzielle Plattformen entstanden, Crowdsourcing-Plattformen, andere Plattformen, die versucht haben, diese Arbeitskraft im Internet wieder zu bündeln. Und aus diesem Grund sind wir heute auch hier, weil an diesem Punkt ist es nämlich spannend zu schauen, wie sich die aktuelle Arbeits- und Lebenssituation unserer heutigen Zeit entwickelt, wenn Unternehmen versuchen, unsere Arbeitskraft, unsere Freizeitaktivität, unsere Feierabende zu kanalisieren und zurück in die traditionelle Hierarchie zu holen. Und damit möchte ich gern das Wort auch an unsere Gesprächsrunde übergeben. Vielen Dank. Ja, ich hänge noch am Wermut fest. Und kommt ihr nicht mit? Okay. Und denk, was ist das heute? Red Bull oder Club Mate? Naja, anderes Thema. Vorhin habe ich auch schon am Weinstand gehört. Da sagte eine junge Frau, sie möchte keinen Wein, sie fastet gerade. Also auch das wird mitgenommen in den Feierabend. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr dann doch ganz schön zahlreich da seid. Ich bin relativ angeschossen und dachte, hier werden wahrscheinlich auch nur so Survival of the Fittest mäßig die ganz Harten sitzen, aber es ist eine große Gruppe, darüber freue ich mich, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin Katja Weber, arbeite für D-Radio Wissen, habe das Vergnügen, hier den digitalen Salon zu moderieren und wenn ihr häufiger da seid, ich setze mich mal ein bisschen so und du vielleicht auch, damit die nicht nur so die HNO-Perspektive haben, sondern noch so ein bisschen mehr von uns sehen. Nee, ich meinte so ein bisschen, ne? sonst könnten wir noch so Scherenschnitte machen. Wo war ich gewesen? Naja, jetzt geht das schon los. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen krank, also verzeiht es mir. Ja, genau, wenn ihr häufiger da seid, wir werden gestreamt. Das geht alles raus über hiig.de und wer uns da sieht und hört, schönen guten Abend. Ihr könnt mitreden, mitzwitschern, Hashtag Dicksaal, wäre da das Kürzel der Wahl. Ja, ich habe schon beim letzten digitalen Salon gesagt und gedacht, wahrscheinlich kriege ich es nie wieder über die Lippen, weil nämlich genau ein Gast das auch thematisiert hat, wie man zu diesem Kürzel und Hashtag kommt, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, als das zu sagen. Ja, herzlich willkommen. Offenbar ist euer Feierabend da, es sei denn, ihr denkt, oh, eine umsonste Fortbildungsveranstaltung oder da kann ich netzwerken, keine Ahnung, Facetten vielleicht des Themas, über das wir reden wollen. Wir haben drei Gäste, die ich euch gerne vorstellen möchte. Ganz außen links sitzt Katharina Bruns und ich vermute, du hast eine Menge Visitenkarten, ne? Nee. Um die unterschiedlichen, was steht drauf? Unternehmerin wäre so der Oberbegriff für alle. Ehrlich gesagt, da steht kein Titel oder sowas drauf. Davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Ich mache einfach viele Dinge.
macht viele Dinge. Auf meiner Visitenkarte, ich habe tatsächlich eine, da steht drauf, verwechselt Freiheit nicht mit Freizeit. Okay, also ich buchstabiere es noch ein bisschen weiter aus. Katharina ist Unternehmerin, Autorin und hat mehrere kreative Unternehmen rund ums Thema Do-it-yourself, sage ich jetzt mal so ganz at large, gegründet. Und sie liebt ihre Selbstständigkeit, das muss man zumindest vermuten, wenn man liest, dass ihr Buchtitel, ihr erster Buchtitel lautet Work is not a job, was Arbeit ist, entscheidest du. Und das nächste Buch erscheint im April, ebenfalls mit einem programmatischen Titel Frei sein statt frei haben. Also ich glaube, das sind durchaus Sachen, über die wir noch sprechen werden. Max Neufeind sitzt neben mir, ist Arbeitspsychologe und als solcher geht ihm natürlich aktuell die Arbeit überhaupt nicht aus. Er denkt nämlich nach über die Zukunft der Arbeit, also quasi das Riesen-Ober-Über-Thema, über das wir heute sprechen, ist unter anderem auch hier als Mitglied des Think Tanks das Progressive Zentrum, was ich ja auch sehr schön finde, weil ich gedacht hätte, progressiv ist immer vorne, aber hier ist progressiv in der Mitte. Progressiv ist das Zentrum nach vorne zu bringen. Okay, das fragen wir nachher nochmal ab. Carlos Frischmuth verantwortet, und jetzt zitiere ich aus dem epischen Eintrag, den wir geschickt bekommen haben, Zitat, verantwortet als Director Contracting beim internationalen Personaldienstleister Hays mit dem Schwerpunkt Expert Recruiting einen zweistelligen Millionenumsatz. Er ist zuständig für das IT-Contracting im öffentlichen Sektor. Und ich habe gedacht, verdammt, klingt das spannend, aber was macht der Mann? Und hab, also ich habe es zumindest weitergeleitet bekommen und habe ein bisschen drüber meditiert und bin zu dem Schluss gekommen, dass du wahrscheinlich IT-Experten an Unternehmen vermittelst, die suchen für Projekte, für irgendwie Zeitarbeit, für befristete Angelegenheiten, right? Ja, das ist ein Teil davon. Ja. Okay. So, also, wir haben gerade schon ein bisschen was gehört über Wermut und industrielle Revolution. Die Dampfmaschine unserer Zeit ist natürlich das Internet. Wegen dem sitzen wir hier und reden drüber und wir erleben, bezeugen die digitale Revolution, gestalten sie hoffentlich auch mit. Und ich dachte, klar, logisch, wir reden über Chancen und Risiken und ich wollte mich selbst ganz streng an die Kandare nehmen und euch auch und sagen, wir reden die Hälfte der Zeit erstmal nur über die Chancen und dann nur über die Risiken. Was total schwierig ist, weil das ja eine janusköpfige Sache ist und man die Sachen so und so drehen kann. Aber ich dachte, wir bleiben dann mal bei die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen und zwar in so einer zeitlichen Abfolge. So, und dann die erste Frage an dich. Welche Chancen stecken denn bei dem, was du tust, drin für die Arbeitnehmer? Nennen wir sie mal weiter so. Puh, ist schwer, wo ich da anfangen soll. Ups. Als Vertreter eines Personaldienstleisters haben wir natürlich mit sehr vielen Themen zu tun. Wir rekrutieren Freelancer für Projekte, wir rekrutieren Zeitarbeitnehmer für Projekte.